Ja, Freunde, guten Laune, der beste Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen und weiteren Video hier bei Sebastian. Ganz ehrlich, Leute, ich muss mal ganz mal gucken. Oh, wie schön ist das denn, bitte schön gemacht. Ey, Willi, nochmal ganz kurz, nochmal ganz liebe Grüße und nochmal ein Riesenkompliment. Wir sind nämlich hier bei der Oberhavel S-Bahnhof Oranienburg und Willi hat diese Map nämlich eigenhändig kreiert und dargestellt und die könnt ihr euch einfach über den Workshop bei Steam herunterladen und ich bin ein Riesenfan davon. Und was mit euch heute Folge vorhabe, ich will den absoluten Irrsinn machen. Ihr seht, hier sind schon viele Fahrzeuge unterwegs. Für diese Karte ist es ein bisschen viel. Als kleinen Tipp, wenn ihr diese Karte fahren sollt und ihr wollt halt wirklich ordentlich gemächlich durchkommen, schaltet die KI schon wenigstens auf 30. Ab 40 wird schon zu viel. Ich habe, glaube ich, aktuell 59 drin, weil ich gerade noch ein Video gemacht habe in Berlin auf der Linie 200. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, ist auf meinem Kanal. Und ich habe jetzt Folgendes vorgenommen, Willi. Wir werden jetzt mal die Grenzen des Irrsinns austesten. Wir werden einfach mal versuchen, von S-Bahnhof Oranienburger Straße, sage ich schon immer, weil ich aus Berlin komme, S-Bahnhof Oranienburg natürlich, mit einer KI-Stärke oder KI-Anzahl von 100. Das machen wir. Das tun wir uns an. Wir gucken mal, wie lange wir brauchen. Wir gucken mal, wie spät wir eigentlich sind. Weil normalerweise, denke ich mal, sollte es gerade mal 10 Minuten dauern, diese Karte. Mehr aber auch nicht. Das heißt, wir gehen jetzt mal in die Option und werden jetzt einfach mal hier alles auf Maximum schalten. Maximum. Und dann würde ich sagen, einmal anwenden. Und dann würde ich sagen, legen wir los, indem wir natürlich zuallererst erst einmal unser Fahrzeug aufrüsten. Zündung an, Motor an. Wir können schon mal auf Drive wechseln. Wir müssen ihn noch ganz schnell ausrüsten. Also ich hätte vielleicht ein bisschen warten sollen, weil jetzt zeigt es an, dass das Spiel das so ein bisschen nach und nach kreiert. Also es kann sein, wenn wir jetzt gleich aufblicken, da wird hier absolutes Chaos herrschen. Linie Nummer 1, müssen wir uns dementsprechend ein bisschen beeilen. Okay, erreicht. Wunderbar. Jetzt können nämlich die Fahrgäste dazusteigen. Oder? Ja, steigen sie dazu? Ah, den wollen sie wahrscheinlich nicht. 2 Minuten habt ihr noch Zeit, glaube ich. Das ist aber auch wirklich schön gemacht, ey. Ach, herrlich. Da machen wir noch ein schönes Thumbnail. Da machen wir da ja noch ein schönes Thumbnail, außer wir finden irgendwas anderes, weil, wie gesagt, es wird da. Hi. Ein Fahrschein, bitte. Ah, du brauchst eine gute Versicherung heute. Falsche Tür, Verzeihung. Glaub mir. Gute Versicherung brauchst du heute. Gut, ich würde sagen, wir legen los. Klimaanlage ist an. Handbremse oder die Parkbremse ist deaktiviert und wir fahren los. Ich denke mal, wir müssen wahrscheinlich hier lang fahren. Ich hätte aber auch mein GPS anmachen sollen. Oh. Wieder Japping. Na komm, fahr. Halt nicht. Mich ist vergessen, mein GPS-Mod hier einzuschalten. Im E-Citao. Das machen wir mal ganz fix hier. Dass wir wirklich wissen, wo wir jetzt lang müssen. So, oh, hoppala. Gut, Ankunft 15:37. Jetzt wird es natürlich spannend. Bei einer KI-Stärke von 100 können wir eigentlich, ich sag mal KI-Stärke wegen Formel 1, Verzeihung, aber der KI-Dichte von 100, ob wir es jetzt schaffen, pünktlich anzukommen. Bis jetzt geht's doch alles. Wir sind noch einigermaßen pünktlich. Wir werden uns aber so gut es geht an die Straßenverkehrsordnung halten. Vielleicht nicht immer an die Geschwindigkeitsordnung, aber hier werden wir uns voll und ganz danach ordnen. Wenn wir merken, oder die weit fehlt, das wird aber nicht möglich sein, dann werden wir uns mal versuchen, nicht mehr danach zu richten. So, kurz mal hier links. Ja, hier. Okay. Sollte vielleicht mal auch die Seitenansicht hier auf dem Lenkrad ein bisschen ändern. So, da vorne ist schon der erste Halt. Drum Erlebnis City. Ja, hier ist ein bisschen viel Schlaglöcher. Ist wie in Berlin. Ach, die Stadt muss halt, oder die Dörfer müssen halt für was anderes sein. Hallöchen. Abfahrt. 15:37 Uhr. Alles jetzt perfekt. Moin. Gut. Weiter geht's. Uiuiuiui. Warten wir mal kurz hier ab. So, von links kommt keiner. Passt schön auf mein Auto. Ah, von rechts kommt keiner. Von links könnten wir so schnell durchquetschen. So, kommen wir hier rum.
aber gerade noch so, ey. Ist aber mit dem E-Citaro nicht so geil, wa? Also ich finde das Lenkverhalten vom E-Citaro nicht so geil, aber ich wollte, weil wir gerade hier mit der OVG, glaube ich, fahren, OVG, weil wir auf alle Fälle damit fahren, wollte ich auf alle Fälle die Lackierung mit dazu holen. Die ist nicht beim Citaro eh dabei. Aber bis jetzt geht's von der KI, wa? Es ist viel los, muss man sagen, aber es geht immer noch. Übrigens, Gedenkstätte ist natürlich unsere Endstation. Achso, und mal kurze Randinformation. Es ist natürlich, wie gesagt, alles Handarbeit. Also hier ist ein Modder am Werk, der ist ganz alleine und es wird nach und nach immer weiter geupdatet. Also wenn hier Fehler auftreten, ich will sie jetzt nicht gerade jetzt... sagen wir mal jetzt darauf zeigen und sagen, was ist das denn für eine Kacke? Das überhaupt nicht. Also ich, was hier der Wille gezaubert hat, das weiß er aber auch selber, das habe ich ihm selber schon gesagt. Das ist natürlich eine richtig schöne Sache. Das gefällt mir ja richtig gut. Viele Gebäude, die natürlich jetzt vom Editor schon vorgegeben worden sind, beziehungsweise ihnen zur Auswahl standen, aber auch viele Gebäude, wie hier gerade rechts, die haben noch keine Farbe und so drauf, die hat er selbst quasi soweit errichtet, um das nachzumodellieren. Wie gesagt, bis jetzt geht es einigermaßen. 50 km/h ist hier erlaubt. Wir sind von der Ankunft Abfahrtzeit eigentlich sehr gut unterwegs. Straße der Einheit ist der nächste Halt. Das ist auch ganz schön gemacht, was er gemacht hat hier bei Netto. Auch überall hier die ganzen Parkplätze, da fahren überall Autos von und in die Parkplätze ab. Finde ich richtig cool. Guck mal, man sieht jetzt zum Beispiel da vorne das Taxi. Das würde jetzt wahrscheinlich, sagen wir mal, abfahren. Wir lassen die mal durch. Ah, gut, er will nicht. Aber sie stehen immerhin. Das ist eine coole Sache. Auch hier sind kleine Vororte. Das ist so schön knuffig gemacht, aber halt auch extrem eng. Aber es gefällt mir. So, da will jemand Fahrkarte haben. Wenn es jetzt nicht so viele sind. Nee. Denn hat sich die Sache mit der Fahrkarte aber heute auch erledigt. So, Türchen hinten auch zu. Ja, hier brauchen wir jetzt keine Fahrkarte verkaufen. Das geht aber wirklich jetzt hier. Obwohl, hier vorne müssen wir mal gucken. Hier erscheint wirklich... Und jetzt kommt nämlich die Ecke. Da wird es nämlich richtig los. Jetzt kommen wir nämlich Straße der Nation. Da biegen wir nämlich rechts ab. Und da wird es richtig eng. Aber bis jetzt bin ich ein bisschen erstaunt. Ich dachte, es wird schlimmer. Aber die, wie gesagt, die schlimmste Stelle, die kommt erst noch. Aktuell Abfahrtzeit 14:41 Uhr, wir haben es aber 15:41 Uhr, wir haben es aber 15:40 Uhr, deswegen ist die rot markiert, wir wären sonst zu früh dran, ist mir aber Jacke wie Hose, weil ich will es ja trotzdem versuchen pünktlich zu kommen, da kann ich jede Sekunde, jede Minute hier mitnehmen. So, jetzt wird es hier lustig, jetzt wird es hier richtig lustig, wir kommen pünktlich in diese Straße an, wir haben 2,5 Minuten Zeit. Jetzt muss ich hoffen, dass alles gut geht. Jetzt muss ich hoffen, dass alles gut geht. Augen zu und durch. Durchziehen, durchziehen, durchziehen. Die haben bestimmt Angst. Nächste Haltestelle, Gedenkstätte. Ja. Da. Ah. Mann. So. Oh, wir haben es tatsächlich geschafft. Hätte ich gedacht. Man muss aber auch dazu sagen, ich glaube, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt hier von der Gedenkstätte aus zum S-Bahnhof Oranienburg fahren, wird es ein bisschen tückiger, weil die Autos sind auf unserer Seite. Mhm. Das können wir gerne mal ausprobieren. So, jetzt müssen wir kurz mal gucken. Wir müssen einmal, glaube ich, hier, genau. Finde ich auch so schön gemacht. Guckt euch das mal an. Das ist übrigens doch so Working in Progress, kann man sagen. Das sind ja so die nächsten Gebäude, gerade die Gedenkstätte oder... Sind hier so gemacht? Es ist auch vollkommen egal. Vielleicht wird es noch gemacht. Vielleicht sind doch einfach nur Steine als Gedenkstätte. Oh, es sind viele Autos. Aber das finde ich hier geil. Guck mal, hier vorne haben wir einen richtig schönen Parkplatz. Da sind nämlich auch Flixbusse, also Fernbusse. Und da können wir zum Beispiel einmal umdrehen. Wir können zum Beispiel jetzt einfach mal... ich fahre jetzt einfach hier rein. Naja, der kann ruhig mal warten. Ah. Im Übrigen, ich werde doch ein Video machen, wie ein Berliner hier um Oranienburg, Oberhavel... seinen Dienst antreten wird. Die Geschichte ist ganz einfach. Ein Berliner Busfahrer bei der BVG, ja, hat ein paar Abmahnungen mehr bekommen, wurde hinunterversetzt und muss jetzt hier auf ein Dorf. Und hier ist die Hölle los. So in etwa. Schöne Geschichte, wa? Das habe ich mir so überlegt. So, wie gesagt, jetzt wird es mal hier wirklich lustig, weil auf unserer Seite sind die ganzen parkenden Busse. Oh, scheiße.
Oh, scheiße. Das ist nämlich das Problem. Scheiße. Oh, scheiße. Nein, 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 oh, da ist ja noch ein Auto, wa? Aber wisst ihr, was auch lustig ist? Das ist vor allem eine Straße der Nation, da ist die Straße. Weil sich wahrscheinlich die gesamte Nation gerade hier versammelt und nicht weiterkommt. Aber ich wäre nicht der beste Busfahrer, wenn ich das versuche, nicht irgendwie zu lösen. Also, wir werden es mal kurz probieren. Steigt ruhig ein, ja, steigt ruhig ein. Hallo? Kann jemand einen Bus bedienen zufällig? Ich würde nämlich jetzt versuchen, die Straßen frei Moin. zu machen und ihr fahrt mit dem Bus Hi. vor. Ich benötige einen Hallo. Fahrschein. Wie viel Hi. würde das kosten? Krieg ich schon irgendwie hin. Glaub mir mal. Wir müssten nur ein Auto wegbringen. Das ist so ein bisschen wie dieses Mikado. Nur, dass dann nicht alles zusammenfallen darf. Aber so ist es ungefähr. Ihr müsst erstmal eine Sache rausziehen. So, wir müssen uns mal angucken, woran drückt denn der Schuh? Und ich habe schon da eine Ahnung, woran das liegt. Guck mal hier. Gab es einen dicken, fetten Unfall? Der hier. So, Hallöchen! Kann ich hier nicht einsteigen? Oh. Schade. Ah, das ist hier nicht möglich. Okay, das wäre lustig gewesen. Ah, scheiße. Das ist nur dieses eine Auto hier. Wenn das hier nicht hängen würde. Ah, warte mal ab. Wir kommen einfach ein bisschen zu härteren Methoden. Die Lücke ist da. Der Mut ist auch da. So, liebe Fahrgäste, puh. Mann, wir haben jede Menge Frau. Sind aber ein wunderschönes Pärchen. Das sieht sehr süß aus. Wir haben aber jede Menge Frau. Wollen Sie gerne Kinder haben? Denn machen Sie schnell, weil wir haben jetzt Folgendes vor. Da hat jemand den Kaffeebecher vergessen. Oh, welche Assi-Wandite. Wir kommen aus Berlin. Da ist denn sowas klar, aber doch nicht hier auf dem Dorf. Egal. Wir haben was vor. Wird lustig. Halten Sie sich fest. Mäuschen, halte ich fest. Da-da-da. Oh. So, zweiter Versuch. Da-da-da. Okay, weg, 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 weg. Ah, ah. Wir machen sauber. Ja. Ah, Scheiße. Gut, ja. Kann jemand mal die Polizei und Feuerwehr rufen? Krankenwagen. Leichenbestatter wäre auch nicht schlecht. Ja. Ja, ich würde sagen, Feierabend für heute. Das war schön gewesen, hat Spaß gemacht. Da ist jetzt kein Durchkommen mehr, das Rush Hour. Wir sagen einfach mal, die Klimaaktivisten waren es. Okay, gut, Freunde, gute Laune. Wir haben es probiert, wir sehen uns heute. Oh, das ist ein süßer Hund. Das ist ein Hund. Oh, wer bist du denn? Hey, hallo. Oh, ich lasse mich zu schnell ablenken. Verzeihung. Wir sehen und hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen und Tschüssikowski. Oh, scheiße. Ob die mich jetzt wieder nach Berlin zurückschicken? Ich weiß ja nicht.